Hallo, willkommen zu einem neuen Orchideen-Update-Video und zwar für den Monat Mai. Hier sind die Temperaturen wieder wärmer geworden, wobei es natürlich starke Schwankungen auch gab. Und ich zeige euch, was sich bei meinen Orchideen getan hat oder auch nicht getan hat. Also lasst mir gerne ein Abo da, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Fangen wir an mit der kleinen Dendrobium phalaenopsis, der es nicht sehr gut geht. Das war ein Kindl, was ich damals vor bestimmt 2 oder 3 Jahren gerettet habe. Die hatte vor einiger Zeit die ganzen Blätter verloren, aber es sieht so aus, als würden die noch leben, zumindest diese Bulben. Deswegen lasse ich sie auch jetzt noch in diesem Glas und wir schauen einfach mal, was sich ergibt. Das war eine weißblühende. Ja, müssen wir mal abwarten. Ich habe allerdings noch eine Dendrobium phalaenopsis, aber eine pink-lila blühende. Und das ist dieses gute Stück. Das ist diese komische Pflanze, die immer mal wieder von ganz alleine, ohne Änderung von irgendwelchen äußeren Einflüssen, die Blätter gelb und schrumpelig bekommt und dann ist wieder alles tipptopp. Aktuell haben wir eben nur diese, paar Bulben mit Blättern. Einige sind komplett kahl, auch hier unten. Ich sehe keine neuen Bulben. Eine Mini-Bulbe kommt da unten raus. Ein Bülbchen, wenn man so möchte. Also es ist vielleicht einen halben Zentimeter. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, auf jeden Fall kommt das. Als einziges würde ich jetzt sagen, wohl da eventuell auch noch. Da muss man aber wirklich schon detektivisches Gespür haben. Da ist sie so ein bisschen hellgrün. Ja, die Blüten hatte sie leider verloren, da es bei uns so kalt im Winter war und so extreme Zugluft. Und das konnten wir leider nicht vermeiden, weil wir jetzt in dieser Übergangsbehausung da bleibe sind und eben nicht in unserem Zuhause. Ich bin also mal gespannt, wie es dann dieses Jahr wird, wenn sie dann ihre Blütentriebe ausbildet. Machen wir weiter gleich am besten chronologisch mit der Phalaenopsis Nummer 1, der aktuell größten. Sie hat ihre Knospen geöffnet, allerdings noch nicht alle. Hier hat sie noch 3 Stück und an dem unteren Stiel hat sie noch 2. Sie sieht wirklich extrem schön aus. Das war die Orchidee, die ich damals von meinem Mann geschenkt bekommen habe, als meine erste Orchidee in Georgien. Sie bildet auch Wurzeln aus und hat eben ein neues Blatt gebildet, das, denke ich jetzt mal, schlafend gestellt wird. Denn bei Orchideen oder Phalaenopsis-Orchideen ist es oft so, wenn die vegetative Phase für Wurzeln und Blätter sich dem Ende zuneigt, aber gerade noch mal ein Blatt hervorgebracht wurde, dass das eben nicht weiter wächst, dann kommt eben die Blüte und dann wächst das Blatt weiter, wenn die Blüte dann verblüht ist. Es kann natürlich auch sein, dass das Blatt normal weiter wächst, da müsst ihr dann aber gucken, wie gut es eurer Orchidee geht, aber es ist auch kein schlechtes Zeichen, wenn das eben schlafend gestellt wird, es ist ein ganz normaler Prozess. Ja, machen wir weiter mit Nummer 2. Nummer 2 befindet sich hier und da kommt ein Würzelchen tatsächlich, ein klitzekleines und sie bildet auch neue Wurzelspitzen an den anderen Wurzeln aus. Sie hat dieses Blatt hervorgebracht und wenn ich euch das jetzt so von unten zeige, hat sie einen Blütentrieb. Der schiebt sich gerade hervor. Das ist die gelbblühende übrigens. Und zwar ist das Gelb so ein schöner Vanilleton oder ein bisschen kräftigerer Vanilleton mit einem pinken Zentrum. Und nach so 2, 3 Tagen wird sie so ganz zart. Also ich würde sagen, noch zarter als die Wandfarbe hinter mir. Aber es ist auch schön. Wobei ich persönlich fände es schöner, wenn sie so kräftig bleiben würde. Ja, Nummer 3 geht das irgendwie nicht so gut. Wir hatten im letzten Video
schon besprochen, dass die Blätter irgendwie komisch schwarz werden. Und einige von euch haben in den Kommentaren gesagt, das könnte ein Kälteschaden sein. Hier war es ja auch tatsächlich kalt. Also das war das gleiche Zimmer oder dasselbe Zimmer, wo sie auch mit der Dendrobium phalaenopsis war, die die Knospen und Blüten verloren hat. Und ja, sie hat allerdings keine Fensterscheibe berührt. Und dieses Blatt an meinem Daumen, das ist relativ schön. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Problem ist. Es könnte aber auch sein, dass das vielleicht ein Parasitenbefall ist. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Aber sie bildet den Blütentrieb aus. Das ist ja auch schon mal was mit den kleinen Knospen. Das war eh die Pflanze, die ich vom Todesregal gerettet habe. Das ist also seit Jahren ein Kampf. Sie hat sich nie weiter erholt als eben jetzt mit diesen drei Blättern. Müssen wir mal gucken. Sie hat zwar geblüht in den ganzen Jahren, aber die Pflanze ist nie größer geworden. Aber gut. Ihr werdet aber auf jeden Fall auf der Reise dabei sein, wie sich diese Orchidee entwickelt. Ich hatte im letzten Video euch erzählt, dass wir eine Pflegeorchidee haben von einer älteren Nachbarin und diese geben wir zurück, sobald sich die Blüten geöffnet haben. Das ist diese Phalaenopsis. Da wissen wir leider nicht mehr genau, wie sie blüht. Also wir hatten ihr die geschenkt. Wir haben ihr aber mehrere geschenkt. Das ist entweder eine pinke, eine kräftig pinke oder eine weiß-pink-lila mit Tupfen. Da hat sie auf jeden Fall diese Knospen, die schon sehr gut aussehen. Von diesem Blütentrieb wusste sie, der war schon da, als sie gesagt hat, könnt ihr die bitte nehmen, ich möchte nicht, dass da irgendwas schief geht. In der Zwischenzeit hat sich aber dieser Trieb hier unten komplett hervorgeschoben. Den kennt sie noch gar nicht, also sie wusste auch nicht, dass der da war, der Ansatz. Dieses Blatt kommt neu und hier hinten kommt diese kleine Wurzelspitze. Also ich bin begeistert von dieser Pflanze und sie wird es auch sein. Vielleicht geben wir sie so in 2 Wochen zurück, vielleicht auch in 3. Also vielleicht seht ihr sie noch im nächsten Update oder ich mache einen kleinen Einschub, wenn wir sie doch schon vor dem nächsten Update abgeben, dass ihr einfach nochmal seht, dass sie geblüht hat oder wie sie geblüht hat. Ja, dann hatte ich ja noch eine Cymbidium-Orchidee. Die neigt sich mit der Blüte langsam dem Ende zu. Das war die grünblühende Mystery-Orchidee, wo wir nicht wussten, welche Farbe sie haben wird, denn das konnte uns der Händler nicht sagen. Und ihr seht hier, die äußersten Blütenblätter werden jetzt schon so ein bisschen braun, bräunlich-orange und die Pflanze sieht mehr so aus, als wäre sie tatsächlich eine gelb- oder orange-bräunlich blühende Orchidee und eben nicht mehr grün. Ich schaue gerade, ob bei den anderen Orchideen, das sind ja hier mehrere, also der Händler hat gesagt, das sind mindestens 3, ich sehe aber hier ja, 4, 5, müsste man halt mal reingucken, wenn ihr hier vorne die Kleinen euch mal anguckt. Ich würde sagen, das hier ist eine, dann ist das hier eine. Und dieses ist mindestens eine und eben dieser Teil. Allerdings haben bei der Blüte haben wir hier unten auch noch mal so ein bisschen Vertrocknetes. Also das könnte auch noch eine Pflanze sein. Schauen wir mal, ob sie vielleicht doch noch einen anderen Blütentrieb hervorbringen oder ob es das für diese ja, Saison war. Aber das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Also ich bin wirklich sehr begeistert. Und sobald wir umgezogen sind, wird es den Orchideen auch deutlich besser gehen. Ja, was machen denn eure? Erzählt mir das doch sehr gerne in den Kommentaren. Ich bin immer sehr gespannt, was ihr zu berichten habt von Erfolgen oder auch Misserfolgen. Ja, und wir können vielleicht als Community helfen. Es ist ja nicht nur meine Meinung, die hier allwissend ist, sondern ihr habt auch immer ganz tolle Tipps parat, was man machen könnte, wenn man irgendein Problem hat. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!